Herzlich willkommen zu dem Video Vorbereiten einer Richtstelle ohne vorhergehende Vermessung. Dieser Fall trat immer dann ein, wenn die Batterie ad hoc wirken sollte. Stellen wir uns hierzu vor, dass sich die Batterie auf dem Marsch befindet und plötzlich per Funk ein Feuerkommando erhält. In diesem Fall entschied sich der Batterieoffizier unverzüglich für eine Feuerstellung rechts oder links der Marschstraße. Per Handzeichen geführt, marschierte die Batterie dann in der Feuerstellung auf. Der Batterieoffizier legte unverzüglich die Grundrichtung zum Ziel fest und gab diese per Melder an die Zugführer und die Feuerleitstelle weiter. Einer der beiden Geschützzugführer baute den Richtkreis an einem von ihm gewählten Richtkreisstandort auf, der von allen Geschützen einsehbar sein musste. Da sich die Rundblickfernrohre der Geschütze in der Regel auf der linken Seite des Rohres befanden, musste sich der Richtkreisstandort in Grundrichtung links vorwärts gestaffelt vor der Batteriefeuerstellung befinden. Der Richtkreis wird in diesem Beispiel die zwei adleristische Vollkreise simuliert. Der rote Vollkreis ermöglicht nach dem Einnorden des Richtkreises das Einstellen der Grundrichtung. Der schwarze Vollkreis dient nach dem Einrichten des Richtkreises zum Ablesen der Richtungswinkel. Der Pfeil nach oben stellt die Optik des Richtkreises dar. Die Richtung nach magnetisch Nord ist gegeben. Der Richtkreisbediener spielte nunmehr die Libellen ein. Der Richtkreis war somit in der Waage. Anschließend wurde der Richtkreis eingenordet. Der Richtkreisbediener nutzte hierzu die Kompassfunktion des Richtkreises. War der Richtkreis eingenordet, wurden die Teilkreise unter Berücksichtigung der Nadelabweichung auf Nord ausgerichtet. Im letzten Schritt unterlegte der Richtkreisbediener die Grundrichtung, in unserem Fall 0800, indem er die Ableseteilkreise mit der Ablesemarke 6400 auf die Grundrichtung gedreht wurde. Damit waren alle Voraussetzungen für das Einrichten der Geschütze gegeben. Mit der Optik des Richtkreises wurde das Rundblickfernrohr des Geschützes angepeilt. Anschließend las der Richtkreisbediener den Richtungswinkel von 1700 ab. Dieser Wert wurde um 180 Grad, also um 3200, verändert und als Richtkreiszahl 4900 an das Geschütz gegeben. Die Richtkreiszahl war somit der Richtungswinkel vom Geschütz zur Richtstelle. Soweit zum Thema Vorbereiten einer Richtstelle ohne vorhergehende Vermessung. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Video die adleristischen Arbeitsschritte etwas näher gebracht habe. Wenn Sie mehr wissen möchten, wie zum Beispiel die händische Feuerleitung stattfindet oder das händische Einrichten und Festlegen der Geschütze, dann empfehle ich Ihnen weitere Videos auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!